So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen hier ein kleines Bushcraft-Treffen in der Pfalz und es gibt eine lustige Survival-Challenge, die mit diesen Handschuhen wahrscheinlich nicht durchführbar sein wird. Egal, ich wollte euch gerade mal kurz sagen, worum es geht und dann versuche ich so gut, dass es mir möglich ist, ein bisschen zu filmen, wie ich mich daran versuche. Ne? Und zwar Aufgaben derer 6. Und die erste wäre: Auf eurer Tour fällt euch auf, dass euer Wasser knapp wird. Die nächste Quelle ist noch 2 Tagesmärsche entfernt. Gewinnt Trinkwasser in 2 unterschiedlichen Methoden. Zur Verfügung stehen euch ein Plastikbeutel und das, was ihr bei euch tragt, direkt aus einem Fluss oder einer Quelle darf kein Wasser entnommen werden. Für jede richtig angewendete Methode gibt es 10 Punkte. Schafft ihr es, 500 Milliliter Wasser zu sammeln, gibt es 10 Punkte extra. Das heißt, man kann maximal 30 Punkte kriegen. Dann als nächstes. Also wer am Ende am meisten Punkte hat gewonnen. Ich habe noch 4 Mitspielende, die das ebenfalls versuchen wollen. Der Rest hat keine Lust oder hat Angst, weil das wisst ihr noch gar nicht. Aber wenn ich die Kamera mal ein bisschen drehe, die Bedingungen sind etwas erschwert. Daher mal gucken. So, dann, es fängt an zu regnen. Baut euch ein Shelter. Nutzen dürft ihr, was euch die Natur bietet, sowie 10 Meter Schnur und eine Rettungsdecke. Eine Rettungsdecke haben wir gerade gekriegt. 10 Meter Schnur habe ich auch dabei. Das heißt, das kriege ich hin. Das Shelter darf nicht alleine aus der Rettungsdecke bestehen. Diese darf auch nicht als Tarp aufgebaut werden. Ach so, nicht. Was ist denn jetzt als Tarp aufgebaut? Dass man die einfach nur spannt wahrscheinlich. Ich vermute, das meint er. Wird der Stabilität, Wahl des Standorts, Windschutz und Regenschutz. Und frische Bäume bleiben stehen. Okay, ja, mal gucken. Kriege ich, glaube ich, irgendwie hin. So, dann als nächstes. Soll ich in einer Höhle, muss ich durch. Und dafür, die blöde Taschenlampe funktioniert nicht. Ich soll eine Fackel bauen, deren Umfang maximal 30 cm und Länge maximal 30 cm misst. Film zur Bewertung die Maße eurer Fackel von dem Entzünden bis zum Erlöschen. Das heißt, je länger das Ding brennt, desto besser. Das kriege ich auch zumindest irgendwas hin, hoffe ich. Dann, da habe ich unser Lager soweit errichtet und soll 2 Fallen bauen. Für jede Falle gibt es 10 Punkte. Baut ihr 2 verschiedene Fallen, also zum Beispiel Totschlag und Schlinge, bekommt ihr 5 extra Punkte. Ja, Mal gucken. Fallenbau bin ich ziemlich schlecht drin. Das will ich auch. Ja, der Witz ist ja, darf man ja im Grunde nicht. Ja, und das hier ist jetzt wichtig, drum möchte ich das nochmal in aller Ausführlichkeit erklären, das habe ich irgendwann vor Jahren schon mal irgendwo angesprochen. Es gibt im Bundesjagdgesetz den Paragraph 19, sachliche Verbote, in dem finden wir einen Haufen Zeug, was völlig zu Recht verboten ist. Teilweise ist es etwas umstritten, wie zum Beispiel ganz oben 1, mit Schrot, Posten, gehacktem Blei, das ist ja alles akzeptabel, Bolzen oder Pfeilen auch als Fangschuss auf Schalenwild und Seehunde zu schießen. Bolzen oder Pfeile wäre bei den modernen Hightech-Abschussgeräten für die Dinger durchaus was, wo man drüber nachdenken könnte. Ich halte es aber nach wie vor für richtig, dass die Bogen- sowie Armbrustjagd in Deutschland noch nicht erlaubt ist. Zumindest noch nicht, beziehungsweise wer die betreiben möchte, würde dann wahrscheinlich bei unserer deutschen Gründlichkeit eine Zusatzausbildung dafür benötigen, dass er dann auch mit Sicherheit gut trifft. Warum ist das verboten? Weil man uns gängeln möchte? Nö, beziehungsweise vielleicht auch, keine Ahnung, aber vor allen Dingen zum Schutz des Wildes vor unnötigem Leid. Zentrale Sinn und Zweck vieler dieser Bestimmungen, die wir hier gerade lesen können, wen das interessiert und wer sich tatsächlich alles durchliest, sind dafür da, unnötiges Leid beim Wild zu vermeiden. Soll heißen, wenn du das Wild schon schießt, dann schieß es bitte so, dass es sofort tot ist und nicht mehr viel mitbekommt vom Sterbeprozess. Das ist der Sinn und Zweck der Veranstaltung. Ja, und mit Bolzen oder Pfeilen, naja, die können schon auch sehr tödlich sein, aber sie sind nicht so tödlich wie eine extrem fette, extrem schnelle, extrem energiereiches Gewehrprojektil. Ne?
Und das ist der Hintergrund dessen. Also darum auch die Angabe, wie wir da zum Beispiel bei A finden, auf Rehwild und Seehunde mit Büchsenpatronen zu schießen, deren Auftreffenergie auf 100 Meter weniger als 1000 Joule beträgt. 1000 Joule ist extrem viel. Ne? Frei verkäufliche Luftgewehre haben 7,5 und damit tut das auch schon ziemlich weh, wenn man damit abgeschossen wird. Kann auch zu schweren Verletzungen führen, wenn man irgendwelche empfindlichen Körperteile wie ein Auge oder ähnliches trifft. Und jetzt stellt euch mal vor, wie viel dann 1000 Joule sein muss. Das ist außerordentlich viel und deswegen eben, damit die Tiere dann sicher tot sind. So, und in den Bereich unnötiges Leid vermeiden fällt auch, und der ist jetzt für uns relevant, hier der Absatz 8, Schlingen jeder Art, in denen sich Wild fangen kann, herzustellen, feilzubieten, zu erwerben oder aufzustellen. Dazu gehört übrigens auch 9 Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschussgeräte zu verwenden. Der Neuner ist allerdings nicht ganz so relevant wie der Achter. So. Und das heißt, Nummer 8 sagt mehr oder weniger, dass jede erdenkliche Art und Weise von Schlingpflanze, Quatsch, von Schlingfalle natürlich, in keinster Weise irgendwie hergestellt werden darf, erworben werden darf oder sonst irgendwie damit zu hantieren ist. Ja? Und das ist tatsächlich so allgemein, dass das auch gilt auf Privatgrundstücken, in deiner Wohnung. Im Grunde wirklich ganz, so kann es zumindest interpretiert werden. Ne? Das ist natürlich wie bei vielen Gesetzen, ein gewisser Auslegenspielraum ist dann Sache des Gerichts, wenn es dazu kommt, dass da tatsächlich geklagt wird und so weiter. Aber im Grunde ist das schon so zu interpretieren, dass du mit Schlingfallen, meine Güte, wirklich gar nicht hantieren darfst. Warum sind die so derart intensiv verboten, wie man nur verboten sein kann? Naja, ganz einfach, weil Schlingfallen potenziell außerordentlich grausam das Tier langsam mit außerordentlich großen Qualen zu Tode würgen können oder noch, ja, fürs Leid noch schlimmer, gar nicht die Luft abdrehen, weil sie am Hals sitzen, sondern einfach das Tier sich mit der Pfote drin verfängt, nicht wegkommt und an der Entzündung stirbt, die es sich zufügt, wenn es verzweifelt versucht, sich aus der Schlinge rauszuzerren, sich dabei natürlich verletzt und dann elendig vor sich hin verreckt. Ja, also es ist so vielleicht mit die schlimmste Art und Weise, ein Tier vom Leben zum Tode zu befördern, wenn man jetzt nicht absichtlich Folter anwendet oder sowas, eine Schlingfalle. Ja. Schlingfallen sind also, wenn man dann überhaupt sagen kann, dass die eine Berechtigung haben, wirklich nur für absolute Notsituationen, in denen es darum geht, sich selbst mit Nahrung zu versorgen, auch auf Kosten von viel Leid, was man anderen Lebewesen deswegen zufügen muss. Ja, in so einer Situation mag man vielleicht über Schlingfallen nachdenken, denn die sind effizient. Die sind für Survival-Szenarien und in vielen Survival-Büchern als die einfachste Art der Falle beschrieben. Und das sind sie, wie gesagt, auch. Ne? Also es ist eine hoch einfache Angelegenheit, mit Schlingfallen alle möglichen Viecher vor Ort an Ort und Stelle festzuhalten, dass die nicht wegkommen. Und wenn man die dann regelmäßig kontrolliert, kann man es dir dann vor Ort wahrscheinlich töten und verwerten. Das geht also schon aus Effizienzsicht, ist aber, wie gesagt, da sich in Deutschland niemand in einer Notsituation befindet, in der das notwendig wäre, strengstens verboten. So, und jetzt noch ein letztes. Es gibt da ein häufiges Missverständnis, dass man denkt, dieses Gesetz gelte ja nur für Jäger, weil es sich ja um das Bundesjagdgesetz handelt. Das ist falsch. Jedes Gesetz gilt grundsätzlich immer für jeden. Es kann halt nur sein, dass in einem spezifischen Gesetz, wie eben dem Jagdgesetz, allerüberwiegend nur Sachen drinstehen, die tatsächlich nur Leute betreffen, die auch jagen gehen. Ja, und die natürlich legal dazu berechtigt sind, jagen zu gehen. Sollte in so einem Gesetz allerdings trotzdem auch mal was drinstehen, was allgemein formuliert ist, dann muss man das so verstehen. Der Jäger darf keine Schlingpflanzen jeder Art, oh, verdammt, Schlingen jeder Art anfertigen und der Zivilist erst recht nicht, beziehungsweise der Nichtberechtigte oder der Otto-Normalverbraucher, der darf es erst recht nicht. Ja? Das heißt also nicht, dass dich nicht einen Jagdschein zu haben auf einmal berechtigt, all diese Dinge zu tun, die du mit einem Jagdschein nicht tun darfst. Das wäre ja vollkommen irrsinnig. Das heißt, der Jäger darf nicht mit weniger als 1000 Joule aufs Reh
Porträt schießen, alle anderen schon. Ja, wäre ja völlig bekloppt. Und das muss man einfach hier noch auch noch mal zugrunde legen. Das ist ein häufig gemachter Fehler, dass man denkt, das Jagdgesetz gelte nur für den Jäger und hätte für alle anderen überhaupt keine Bewandtnis. Kann allerdings höchstens noch sein, dass die ja völlige Unkenntnis tatsächlich strafmildernd ja, für dich spricht, wenn du irgendwas getan hast, was im Jagdgesetz verboten ist, du aber keinen Plan vom Jagdgesetz hast, dann kann es sein, dass man da ein paar Augen zudrückt. Ja. Und wahrscheinlich wird auch jemand, der sagt, er will zu Survival-Zwecken Schlingfallen trainieren, der das irgendwo macht, wo sich garantiert kein Tier drin verheddern kann und sie danach sofort wieder auseinander nimmt, nachdem er sie mal kurz zu Testzwecken hergestellt hat, der wird wahrscheinlich auch nicht bestraft werden. Aber streng genommen ist es verboten und das hält mich bisher davon ab, weil die auch wirklich unglaublich perfide sind, mich groß mit Schlingfallen auseinanderzusetzen. So. Was ich aber hätte theoretisch tun können für unsere kleinen Challenge hier, wäre eine Totschlagfalle errichten, weil Fanggeräte, das ist Absatz 9, Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschussgeräte dürfen nicht verwendet werden. Hier steht aber nicht, man darf sie nicht handeln, erwerben, besitzen, herstellen und so weiter und so fort. Das heißt, alle Fanggeräte außer Schlingen kann man zumindest zu Trainingszwecken herstellen und versuchen scharf zu machen und in dem Moment auch schon wieder auslösen und auf keinen Fall natürlich im Wald stehen lassen, um da irgendwelche Tiere zu verletzen. Aber das könnte man trainieren. Ne? Habe ich auch nie gemacht, aber ja, ne? Das wäre eine Möglichkeit. So, das war jetzt lang, aber das ist halt nun mal auch wichtig, wie ich finde. Jedenfalls Feuer, gerade bei kalten Temperaturen Wasser abzukochen oder euch was zu futtern zu kochen, ist ein Feuer sehr wichtig. Startet nun ein Feuer, wie ihr es gelernt habt. Die Methode steht euch frei, wobei jeder anders gewertet wird. Feuerstahl 10 Punkte, Feuerpiston, was auch immer das ist, 20 Punkte. Ich kannte den englischen Namen nicht. Firepiston ist eine Feuerpumpe oder auch ein pneumatisches Feuerzeug genannt. Im Grunde funktioniert das so, dass man durch diesen Kolben, den man hier sehen kann, ganz alte Darstellung, drückt man, also den zieht man raus nach oben und dann drückt man das Ganze sehr schnell runter. So, und dabei wird natürlich die Luft, die sich in dem Kolben befindet, komprimiert. Und wenn die sich sehr, sehr schnell komprimiert und sehr schnell mit hohem Druck zusammengedrückt wird, dann erwärmt sie sich. Und zwar erwärmt die sich ziemlich schlagartig und ziemlich schnell und ziemlich stark. Und damit kann ein kleines Bröckchen Zunder, was sich unten in diesem Gerät befindet, theoretisch zum Entzünden bzw. zum Glühen gebracht werden. Das nimmt man dann da raus, hat ein kleines bisschen Zunder und kann damit sein Feuer machen. Gilt als sehr umständlich. Inzwischen sind die Teile, ich glaube, von Petromax oder was auch wieder zu haben. Ist was für Liebhaber, die Spaß damit haben. Eine effiziente Methode, ein Feuer anzuzünden, ist es sicherlich nicht. Aber bestimmt ganz interessant. Wie gesagt, für Liebhaber. Feuer bohren oder ähnliches, 30 Punkte, kannst du vergessen im Schnee, das kriegt hier garantiert keiner hin, letzteres. 5 Punkte Abzug gibst, wenn du deinen eigenen Zunder verwendest. Die Sicherheit deiner Feuerstelle wird auch bewertet von minus 2 bis plus 5. Zur Bewertung mach ein Video. Und euch grummelt schon seit Tagen der Magen und ihr braucht dringend was zu mampfen. Jetzt nichts falsch. Sonst kann das Wort wörtlich in die Hose gehen. Okay. Ja, egal. Sammelt essbare Pflanzen oder Tiere, Insekten in eurer Umgebung. Das ist natürlich auch wieder schwierig jetzt mit Winter. Für jedes Ding gibt es 2 Punkte. 10 extra Punkte sammelt ihr, wenn ihr einen von euch Insekt vollständig und roh verspeist. Ja, nee. Letzteres mache ich wahrscheinlich nicht. Aber gut, das sind die Herausforderungen. Da ich den ganzen Tag Zeit habe, also was davon noch übrig ist, wir haben jetzt 13:30 Uhr und wann es dunkel wird, ist demnächst bekanntermaßen im Winter. Das heißt, ich renne jetzt einfach hier mal ein bisschen rum, sammle mir ein paar Ressourcen, alles was ich so brauche und dann versuche ich nach und nach die einzelnen Sachen einigermaßen hinzubekommen.
schauen wir mal. Ja. Zum Feuer machen, der Schnee liegt zwar da, aber man kann ihn zur Seite karren. Das wäre also möglich. Ein bisschen trockenes Holz hier irgendwo finden, das dürfte schon wieder relativ schwierig sein. Ja, gucken wir mal. Ich mache jetzt erstmal einen Sammeltrip und werde dann, sobald ich gesammelt habe, anfangen, die ersten Challenges anzugehen. Ich nehme euch mal ganz unverbindlich mit, schleppe die Kamera einfach mit beim Sammeln, habe jetzt an Ausrüstung am Mann ein großes Messer, ein kleines Messer und meine gute alte kleines Beilchen, ja, mal keine Säge, wird hoffentlich auch ohne gehen und schauen wir einfach mal, was wir damit anstellen können. Los geht's. So, bin jetzt mal ein bisschen hier im Walde unterwegs, in der Hoffnung, irgendwas Essbares zu finden. Bisher erweist sich das als ziemlich schwierig. Und ja, ich befürchte, die Sache mit dem Essbaren kann ich auch weitgehend wieder aufgeben. Das Einzige, was hier gibt, sind Brombeeren. Da sind allerdings keine Beeren dran. Dann haben wir natürlich diverse Bäumchen. Das ist zum Beispiel eine Lärche. Und die hätten alle essbares Cambium. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern essbares Cambium zählt. Oder ob ich das erst abkratzen muss. Ich würde aber jetzt einfach mal hier auf so einen Baum zeigen und sagen Cambium. Und habe dann zumindest eine essbare Sache gefunden. Wenn ich wollte, könnte ich natürlich noch Baumarten Cambium durchdifferenzieren. Das ergibt aber wenig Sinn. Und ist, glaube ich, nicht Sinn der Veranstaltung, hier klug zu scheißen. Weil, ja, es ist halt trotzdem immer nur das gleiche Produkt. Für diejenigen von uns, die jetzt mit dem Cambium nichts anfangen können, für die sei nicht empfohlen dieses Video hier. Ich erkläre es erstmal kurz. Also das Cambium, das ist die sogenannte Wachstumsschicht des Baumes, die für das sekundäre Dickenwachstum zuständig ist. Heißt, der Baum wird damit dicker, indem er vom Cambium ausgehend nach innen Holz produziert. Das Cambium drückt sich selber nach außen und schützt sich selbst nach außen durch neue Rindenzellen, die nach außen abgegeben werden. So, das heißt, das verläuft um den Holzkörper eines Baums und wie gesagt wird immer dicker, indem es nach innen sich selbst quasi nach außen wegdrückt. Ja, ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Wenn man an einem Baum, beliebiger Baum, der rumsteht und noch am Leben ist, die Rinde abkratzt bis zum Holz, dann befindet sich auf dem Holz ein weißlicher Belag, mehr oder weniger durchsichtig, der eben noch nicht zum Holz gehört und das ist das Cambium. Das kann mit ein bisschen Bast abgeschabt werden, das kann mit ein bisschen Holz dazu abgeschabt werden. Im Grunde ist das wirklich nur eine einzige Zellschicht dick und meistens wird man noch irgendwelches anderes Material erwischen, das gar nicht wirklich zum Cambium dazugehört, weil man mit einem normalen Messer eine Zellschicht, dicke Schicht, kaum vom Holz abgekratzt bekommt. Manchmal fleddert es auch von alleine ab, wenn ein Stamm länger da liegt und langsam austrocknet, dann kann man es einfach von Hand abziehen, aber jetzt in so einem Fall im Winter müsste man es tatsächlich direkt vom Stamm ziehen, wie das hier der Thomas Gast vormacht. Die Art und Weise, in einer Notsituation an Cambium zu kommen, ist ja auch korrekt dargestellt. Wichtig, und das ist halt eben Käse in diesem Video, ist dabei, dass das nur für Notsituationen geeignet ist. Die Verletzung, die dem Baum hier zugefügt wird, ist nicht trivial, sondern ziemlich gravierend. Die Chancen, dass dadurch zwar jetzt irgendwie der Nährstoffzufluss im Baum unterbrochen wird, das ist eher unwahrscheinlich, das ist auch wieder korrekt dargestellt. Würde man den Baum ringeln, also ringsum die Rinde abziehen und das auch gerade mal auf 0,0001% der Fläche des Gesamtbaums, hätte er trotzdem ein großes Problem, weil halt der Saftfluss damit unterbrochen wäre, heißt, Wasser von der Wurzel kommt nur noch schwierig bis oben in die Krone und umgekehrt, was gar nicht mehr geht, Zucker von der Krone kommt so gut wie gar nicht mehr in die Wurzel, weil das findet außerhalb des Cambiums statt und das Material ist ja alles komplett abgetragen. Der Wasserfluss von Wurzel zu Krone würde noch einigermaßen funktionieren, auch wenn man das abkratzt, aber ja, also das wäre tatsächlich noch gravierender, als hier nur auf einer Seite ein Loch reinzumachen, aber was hierbei ignoriert wird, ist das Infektionsrisiko.
Die Rinde dienen vor allen Dingen als Schutz nach außen, damit da keine Krankheitserreger den Holzkörper befallen können. Und wenn da keine Rinde mehr ist, dann können halt sehr wohl sämtliche Krankheitserreger den Holzkörper befallen. Soll heißen, sobald irgendeine Pilzspore hier durch den Wald fliegt und an dieser Stelle landet, und die Chance, dass das passiert, ist sehr, sehr hoch, wird sich dieser Pilz wahrscheinlich, wenn gerade einigermaßen feuchtes Wetter herrscht, problemlos im Inneren des Baums ausbreiten können. Und dann ist es jetzt einfach eine Frage der Zeit, wie stabil das Holz ist, wie die Umweltbedingungen sind, bis der Pilz dann diesen Baum irgendwann so stark geschwächt hat, beziehungsweise das Holz so morsch ist, dass beim nächsten Sturm, und da ist es auch wieder die Frage der Zeit, wann der nächste Sturm kommt, der Baum dann umstürzen wird. Ja? Das heißt, das ist quasi ein Tod auf Raten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, liegt so irgendwo bei 60, 70%, würde ich sagen. Also es gibt auch Bäume, die sowas langfristig überlebt haben und dann trotzdem alt geworden sind, ist aber eine Ausnahme und keinesfalls die Regel. Ja, also gute, realistische Chance, dass der Baum hier gerade umgebracht wird, wenn auch ein Tod auf Raten, also ein langsamer Absterbeprozess, und keinesfalls wird der wird auch in 3 Jahren auch noch dastehen, ne? Aber ob er auch in 30 Jahren noch dasteht, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. So, und was ebenfalls völlig falsch ist in diesem Video, ist, wie nützlich das Cambium angeblich ist. Thomas Gast behauptet hier, das wäre vergleichbar mit Kartoffeln vom Nährwert her. Das ist völliger Blödsinn. Das Cambium hat einige wenige Kilokalorien, also so irgendwas im Bereich zwischen 5 und höchstens 20. Ja, pro 100 Gramm von dem Zeug. Trockenmasse, das ist ja auch das nochmal wassergesättigt. Das heißt, man muss einen riesen Haufen von dem Krempel vom Baum kratzen, sich das dann wie Spaghetti zubereiten. Wer möchte, kann sich ja gerne das Video vom Thomas Gast dazu angucken. Zubereitung ist korrekt, nur was er halt eben erzählt zu dem Baum macht das nichts und das sei ach so nahrhaft, das ist Quatsch. Das ist schlicht und ergreifend Blödsinn. Ja, und ja, ich sag mal so, das ist ein Überlebensfutter, das bestenfalls das Verhungern hinauszögern kann. Wenn man Cambium mampft, verhungert man langsamer, man verhungert aber trotzdem. Das reicht also hinten und vorne nicht aus, einen durch den Winter zu bringen. Ja, das ist so ziemlich die beste mögliche Survival-Nahrung, die ich gefunden habe. Die Wälder in der näheren Umgebung sehen plus minus alle so aus. Das heißt, ich glaube wirklich, ich habe hier nicht allzu viel Chance, nennenswert was Mampfbares zu finden. Vorne an unserem Platz, da hinten kann man so ein bisschen die Hütte, die Scheune durch die Bäume erkennen, mag es vielleicht noch irgendwelche vertrockneten Brennnesseln geben, mag es vielleicht noch irgendwelche anderen vertrockneten Gräser geben, in denen potenziell noch ein paar Samen stecken könnten. Da gehe ich gleich noch mal gucken, ob ich da noch was finde, was ich dann als essbar deklarieren könnte. Aber sieht insgesamt nicht so gut aus. Moos hat's. Ilex habe ich noch gefunden, aber Ilex ist eben auch nicht essbar. Ein paar Binsen wären schön. Ein paar Binsen könnte man eventuell noch drüber nachdenken. Ja, ich guck mal. So, Essbares ist heute tatsächlich eben sehr schwierig, da man unter dem Schnee natürlich auch nichts findet, was am Boden wachsen würde. Was ich gefunden habe, sind tatsächlich ein paar Halme eines von mir gerade nicht näher bestimmbaren Süßgrases, Procera. Und in diesen Halmen, wenn da nicht Winter wäre, würden tatsächlich winzig kleine Körnchen setzen. Man kann die ausklopfen, sich in die hohle Hand, dann fliegen da die Samen raus. Und ich teste gerade mal, ob da wirklich keine mehr drin sind. Hätte man natürlich auch noch mehr Halme mitnehmen können. Oh, tatsächlich. Ein Spreu, den ich hier auf der Hand habe. Den kann man natürlich nicht sehen. Ist auch scheißegal, weil es war nur ein Spreu und kein Samen. Die sind ausgeflogen. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Veranstaltung, dass die im Winter da noch drin sitzen. Aber ja, ne, damit ich irgendwas zum Vorzeigen habe. Und würde ich aber mich selber auch in Frage stellen, wenn ich damit ankommen würde. Rasenbinse, das sind die Spitzen der Rasenbinse, die sogenannte Binsenweisheit, wir erinnern uns, die kann man der Länge nach auftrennen
Und dann gibt es im Inneren der Pflanze ein weißliches Mark, das ich gerade versuche abzuschälen. Ja, dieses weiße Zeug hier, das innen drin. Und das ist essbar. Meins hier ist schon ein bisschen braun. Auf den weißen Teil, da kann man theoretisch drauf rumkauen und kann das Gefühl haben, dass es irgendwie Nährstoffe enthält. Tut es, ist aber minimal. Ja, fällt so in die Kategorie wie Cambiumfuttern. Cambiumfuttern macht einen auch nicht wirklich satt, aber tut einem auch nicht weh, beziehungsweise zögert das Verhungern hinaus. So ähnlich ist es, wenn man das weiße Mark aus Binsen mampft, zögert auch das Verhungern hinaus. So, ich finde, ich kriege 4 Punkte immerhin für Cambium theoretisch gefunden und Binse tatsächlich gefunden. Finde ich zumindest. Weiß ich nicht, bin ja nicht der Schiedsrichter. Ja, jetzt habe ich doch noch eine kleine Zusammenstellung von ein paar alternativen Dingen, die man noch hätte finden und essen können. Ne, Binsen haben wir gezeigt, bringt fast nichts. Cambium haben wir besprochen, bringt auch fast nichts. Und wichtig ist jetzt, dass beides so in die Kategorie der Verzweiflungsnahrung fällt. Das heißt, bevor man psychisch große Probleme bekommt und in seiner Hütte hockt und vor sich hin verhungert, dann kann es vielleicht ganz hilfreich sein, sich so ein bisschen sogenannte Verzweiflungsnahrung zu beschaffen. Gerade auch wenn man eine Gruppe ist, stärkt es das Gemeinsamkeitsgefühl, wenn man einfach zusammen was essen kann, auch wenn dieses Essen im Grunde kein Essen ist. Man kann sich das dann mehr oder weniger einbilden. Das wird also häufig in diverser Survival-Literatur empfohlen, sowas vielleicht trotzdem durchzuführen, einfach damit die Psyche nicht völlig außer Kontrolle gerät. Ne? Was tatsächlich extra wäre, wären Speicherwurzeln, wäre tatsächlich sinnvoll. Natürlich eine Wurzel, wo ist die? Ja, im Boden. Wie kommt man da dran? Naja, erstmal Schnee zur Seite buddeln und danach noch nach der Wurzel buddeln. Und das Hauptproblem ist, dass man natürlich auch erstmal wissen muss, wo denn das Zeug, was denn eine praktische Speicherwurzel besitzt, überhaupt wächst. Das heißt, das ist also so eine typische Angelegenheit, nur wenn du vorher weißt, wo du diese Ressource bekommst, weil du im Sommer auch schon in dem Gebiet warst, wo du dich jetzt auch im Winter rumtreibst, nur dann hast du eine Chance, an sowas überhaupt ranzukommen. Aber zum Beispiel der Bärlauch oder der Löwenzahn oder die große Klette, um mal 3 davon zu nennen. Dann wären da noch in geringer Stückzahl, viele sind das eigentlich nie, noch so ein paar letzte Beeren, die man vielleicht dann hier und da noch an einem Strauch finden kann. Dabei ist die Schlehe so die häufigste Vertreterin der Sträucher, an denen man noch die einzelne Früchte finden kann, wenn dann ein gutes Schlehenjahr gewesen ist. Wobei das natürlich auch viele Tiere wissen, dass da noch was dranhängt und dann kommt es einfach darauf an, wie weit ist der Winter schon fortgeschritten, haben die Vögel schon alles aufgefuttert oder ist vielleicht möglicherweise noch was da, wo man sich selbst bedienen kann. Das Gute ist, durch den Frost, der zu diesem Zeitpunkt hoffentlich eingetreten ist, sind Schlehenbeeren deutlich besser genießbar, als wenn die vorher noch nicht gefroren gewesen sind. Dann tut man sich da sehr schwer dran, die im größeren Umfang zu konsumieren. Auch im kleineren Umfang finde ich die relativ furchtbar. Solange sie noch nicht gefroren gewesen sind, wie gesagt. Ja, man kann auch mal hin und wieder an der Vogelbeere noch ein paar vertrocknete Beeren finden. Dass die vertrocknet sind, muss nicht unbedingt heißen, dass man nichts mehr damit anfangen kann. Das muss man sich einfach auch mal ein bisschen genauer angucken. Im Zweifel, wenn es nicht schlecht riecht und tatsächlich auch nicht unbedingt schlecht schmeckt, dann kann man drüber nachdenken. Insbesondere, wenn man es sich vorher noch mal kocht oder in irgendeine Form in einen Eintopf reinschmeißt, kann das funktionieren. Kann. Ich sage nicht muss. Winter ist schwierig. Winter ist wirklich verdammt schwierig. Ja, Nüsse kann man noch finden in Form von Eicheln oder Bucheckern unter den jeweiligen Bäumen, wenn dann ein gutes Jahr gewesen ist und die Bäume sehr viele Früchte produziert haben, beziehungsweise Nüsse. Waren das nur wenige, dann haben sie inzwischen schon längst sämtliche Tiere aufgemampft. Nur bei wirklich ganz großer Produktionsmenge bleibt unterm Schnee das eine oder andere noch liegen. Das auch für uns dann noch findbar ist, weil es wirklich einfach auf dem Boden rumliegt und nicht bereits in den Boden reingetrampelt worden ist oder in irgendeine Nische gerollt oder sowas in die Richtung. Das passiert ja auch sehr schnell und gerade Bucheckern sind ja nur sehr klein.
Rohrkolben ist sicherlich noch eine der besten Sachen, die man, was pflanzliche Nahrung angeht, im Winter finden kann. Der enthält nämlich einen essbaren Stängel, der Zucker einlagert, weil das Ding dadurch, dass es im Wasser steht, Schwierigkeiten hat, die Wurzel zu Speicherzwecken zu verwenden. Und daher wird er auch mitunter der Stängel ein bisschen zur Hilfe genommen. Und das ist also wirklich eines der einfachst zu findenden essbaren Dinge im Winter. Die stehen häufig unter Naturschutz. Das heißt, wer nicht wirklich am Verhungern ist, der sollte die Finger davon lassen. Und man muss natürlich noch beachten, dass man nicht ganz einfach an Rohrkolben rankommt. Entweder ist Eis auf dem See oder es ist kein Eis auf dem See und dann wird es eine sehr kalte Angelegenheit, wenn man versucht, an Rohrkolben ranzugelangen. Ja, sonderlich häufig sind die auch nicht, muss man also auch erstmal wissen, wo welche rumstehen, ne? Also kleinräumig sind sie dann schon häufig, aber halt eben nicht so über Deutschland verteilt. Ja, und dann bieten sich natürlich noch Käfer an, insbesondere wenn man welche unter irgendwelchen Rinden findet oder im morschen Holz, was natürlich auch wieder mit einem gewissen Arbeitsaufwand verbunden ist, für meistens wenig Ertrag, aber was dabei rauskommt, ist eigentlich fast immer essbar. Käfer schmecken oder Insekten schmecken häufig nach dem, was sie selber essen, weil sie damit noch voll sind. Ihr Darm ist damit schlicht und ergreifend gefüllt. Und das heißt, im Fall von Xylobionten-Käfern, sprich welche, die im Holz wohnen, die schmecken leicht holzig und tun einem ansonsten nicht viel. Insbesondere deren Larvenstadien sind ja oft im Überdauerungszustand im Holz zu finden, können also auch gar nicht wegrennen. Da kann man also das ein oder andere auch noch finden. Das ist aber jetzt nicht gerade meins, ne? So, und ansonsten kommt man durch den Winter, indem man Vorräte gelegt hat oder eben tatsächlich jagen geht. Jagen ist somit die effizienteste Möglichkeit für ein omnivores Lebewesen wie uns. Also sprich, wir essen ja auch Fleisch, oder theoretisch zumindest, um eben dann durch den Winter zu kommen, weil das halt eine hocheffiziente Angelegenheit ist. Zwei, drei Wildschweine und die Familie ist für den Winter versorgt, ne? Zum Beispiel. Gut, zurück zum Ben vor Ort. Also einmal Fackel, dazu nimmt man einen gespaltenen Stock und stopft einen Haufen Birkenrinde rein. Wie spaltet man einen Stock? Man nimmt ein Beil und haut drauf rum, bis er gespalten ist. So, Birkenrinde, frisch gesammelt. Hat nicht ganz so viel gefunden, wie ich gehofft hatte. Ohne einzufrieren heißt das, man hätte natürlich noch viel mehr mitnehmen können. Aber ja, ohne einzufrieren habe ich nicht mehr erwischen können. Ja, also das ist im Grunde wirklich die simpelste Art und Weise, die ich kenne, eine Fackel zu bauen. Das ist jetzt dann vielleicht nicht die Gewinnerfackel, aber es ist zumindest eine Fackel. Wie man die Fackel anzündet, ist egal. Steht nicht dabei, dass man das unbedingt mit dem Feuerstiel machen soll. Das heißt, ich nehme da gleich ein Feuerzeug. Und grundsätzlich gilt, je mehr Zeug man da reinstopft, nicht unbedingt, desto länger brennt sie, sondern vor allen Dingen, was stopft man da rein? Und da ist Birkenrinde neben Harz das Beste, was man da überhaupt reinstopfen kann. Harz habe ich jetzt keins. Habe ich jetzt keins gefunden. Wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, dass auch da noch die Glücksfee einem hold ist und man da ein bisschen was findet in die Richtung. Ja, ich will jetzt auch nicht all meine Birkenrinde verbrauchen, aus dem simplen Grund, dass ich noch welche brauche, um nachher ein Feuerchen anzuzünden. Das reicht dann hoffentlich die ich noch habe. Sonst muss ich noch mal los. Aber das Protokoll, das hier soll meine Fackel sein. So, jetzt aber. Ja, und ich würde sagen, jetzt ist er aus.
Sodala, da ich jetzt vergessen habe, eine Brennholz-Sammelszene zu drehen, beziehungsweise keine Lust hatte, ehrlich gesagt, kommentiere ich einfach hier mal ein bisschen durch, wo man denn noch Brennholz finden könnte. Also die zugeschneiten Äste, die hier immer mal wieder ins Bild tragen, die sind recht ungeeignet, weil die sind mit Sicherheit ziemlich nass. Mitunter ist da noch eine Eisschicht auf dem Holz, bis man die weggebrannt hat. Das dauert ziemlich ewig. Man sollte also wenigstens einen Ast finden, der nicht voll Schnee ist. Das kann mal funktionieren an der schneeabgewandten Seite des Baumes. In die Richtung, in die ich jetzt hier gerade laufe, waren die Bäume ja zugeschneit. Und wenn man jetzt aus der anderen Richtung auf den Baum guckt, sieht man, da ist er frei. Ja? Und auf der freien Seite könnte es sein, dass da noch irgendwo ein abgestorbener Ast hängt und der hoffentlich auch nicht viel Schnee abbekommen hat. Und das wäre dann zum Beispiel ein einzelner Ast für einen halbwegs brauchbaren Initialfeuerstarter. Ne? Da braucht man natürlich noch ein paar mehr von. Zum Beispiel hinten links im Bild wäre jetzt gerade einer. Den würde ich jetzt potenziell nehmen, wenn ich jetzt überhaupt gerade was suchen würde. Ja, dann kann man noch theoretisch versuchen, unter diesen Fichten, die da rumstehen, also quasi im Inneren der weißen Fichtensäule, die da so schön im Schnee eben auch durchaus dekorativ aussieht, da kann man auch mal innen reingucken und mal schauen, ob man aus dem Inneren auch ein paar abgestorbene Äste findet, die eben keinen Schnee abbekommen haben, weil außen eben das Nadelkleid vor Schnee im Inneren geschützt hat. Auch am Fuß von so einer Fichte kann man mal schauen, ob da vielleicht noch ein paar Äste rumliegen, zum Beispiel hinter der in der Bildmitte. Da liegen noch ein paar Äste am Boden. Da sind einige dabei, die jetzt nicht nennenswert Schnee drauf haben. Da kann man dann auch mal schauen, ob man so einen nimmt. Wenn man Holz vom Boden nimmt, grundsätzlich immer beachten, das Holz sollte nicht direkt am Boden liegen. Bedeutet im Winter, wenn Schnee liegt, also alles, was aus dem Schnee rausragt, ist zumindest potenziell nutzbar, insbesondere, habe ich ja gerade gesagt, aber kann man nicht oft genug sagen, wenn gerade auch kein Schnee drauf liegt. Also das sind so die wesentlichen Sachen. Findet man am Baum selber noch einen abgestorbenen Ast, dann ist der auch immer gut. Und ja, je weniger Schnee drauf liegt, desto besser natürlich. Was notfalls noch geht, sind kleine Ästchen einsammeln, also so die ganz, ganz, ganz kleinen, ganz, ganz feinen, die ist gerade, wo ich gerade quasi reinrenne. Und die notfalls in der Jacke noch eine Zeit lang mit sich rumtragen, weil die einfach durch die Körperwärme erstens auftauen, wenn sie dann gefroren sind, und zweitens ein bisschen abtrocknen zumindest. Ja, das ist natürlich eine Notmaßnahme, das ist weder lustig noch besonders effizient, aber wenn man so gar nichts findet, um ein Initialfeuer anzubekommen, dann ist das eine Möglichkeit. Ja, und für länger brennende Feuer musst du dann halt irgendwann auf nasses Holz zurückgreifen. Dann ist es schon eine hohe Kunst, das am Laufen zu halten. Nee. So nicht. So ist bequemer. Ja, ich mache Feuer. Ich hocke also nicht auf dem Klo, sondern will Feuer machen. Und da gibt es jetzt die Komplikation, dass ich meinen Firestick vergessen habe. Steht aber in der Gebrauchsanweisung, ich soll mit dem Firestick Feuer machen. Und da habe ich überlegt, welche Ersatz-Firestile ich zurzeit so am Mann habe. Und tatsächlich ist der einzige, der mir eingefallen ist, der in meinem guten Ranger Wood steckt. Und der ist so groß. Gut, nicht? Ja, das ist also tatsächlich eine gewisse Herausforderung. Aber ja, ich gehe mal Birkenrinde holen. Da bin ich wieder. Also, jetzt habe ich Birkenrinde und ihr seid viel zu weit weg, um hier irgendwas zu erkennen. So, also das ist mein trauriger Haufen. Aus dem traurigen Haufen nehme ich jetzt mal ein großes Stück, halbwegs großes Stück, so das hier, und werde da versuchen, möglichst aufgefasertes Feinmaterial draufzupacken, das sich dann bitte super leicht entzünden lassen sollte, im Idealfall. Ich darf hier auch einen eigenen Zunder verwenden, kriege dann aber 5 Punkte Abzug. Das heißt, ich versuche es jetzt einfach mal, hier die Birkenrinde zu entzünden. Ja.
Versuch macht klug. Ich brauche ein bisschen mehr Feinmaterial, beziehungsweise schöner aufbereitetes Feinmaterial. Machen wir noch mal weiter. Nächster Versuch. Jawohl. So. Und da habe ich was vorbereitet. Das qualmt jetzt natürlich ganz außerordentlich, weil die Zweige eben entsprechend nass sind. Richtig trockenes Holz findet man halt eben unter Schneebedingungen so gut wie gar nicht. Außer man möchte sich den ganzen Stamm irgendwie spalten, um ans Innere des Holzes ranzukommen. Aber auch das ist nicht wirklich so richtig trocken. Daher, ich persönlich bin wirklich ein Fan von der sehr dünne Zweigchen-Methode. Wenn alle Stricke reißen, kann man noch welche ohne Rinde versuchen, weil sich unter der Rinde eine Menge Feuchtigkeit hält. Ja, aber so langsam wird's. Grundsätzlich funktioniert das deswegen, weil je dünner das Stöcklein, desto geringer natürlich auch der Platz, wo überhaupt Wasser hängen bleiben kann im Holz. Ne? Und damit quasi ein dünner Stock, ein Zweiglein zündet erheblich schneller durch, als das irgendwas Dickes tut. Das brennt natürlich dann auch nicht sehr lange, wenn es dann mal durchgezündet ist. Aber wichtig ist natürlich erstmal überhaupt irgendwie ein Feuer in Gang zu bekommen, ein klein wenig Glut zum Glühen zu kriegen. Und da ist wirklich meiner Erfahrung nach das Beste, was man machen kann, erst mit dem ganz, ganz dünnen Reisigzeug zu arbeiten und dann nach und nach dickeres nachzulegen. Jo, also ich habe keine Ahnung, ob das zählt, unter den erschwerten Bedingungen. Und es war ja nichts dabei, wie groß das Feuer sein soll, das ich machen soll. Das hat jetzt schon eine Weile gebrannt, beziehungsweise brennt auch noch eine Weile. Und ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht genug Feuerholz vorbereitet, für mehr als so ein kleines Mikrofeuer. Und ja, was die Sicherheit vom Feuer angeht, hier ist das Feuer. Ja, und hier ist Schnee. Das heißt, sicher sollte eigentlich kein Thema sein bei den Bedingungen, die wir hier gerade haben, weil das Einzige, was hier passieren kann, und auch das kann nicht wirklich passieren, ist, dass sich das ausbreitet bis zum Schnee und dann ist Schluss. Also, ne, raucht natürlich wie Sau, das ist einfach dem relativ nassen Brennmaterial geschuldet, aber brennt noch. Ja, was jetzt kommt, ist die Shelter-Bau-Challenge. Da muss ich erstmal gucken, dass die Kamera richtig steht. Das tut sie jetzt. Übrigens den Platz da.
Das war ja eben auch der Platz, an dem ich Feuerle gemacht habe. Dankenswerterweise stand da einfach ein Zelt von jemandem, der schon ein bisschen früher abgereist ist. Und drum ist er schon schneefrei und ich musste das nicht erst selber ja, freimachen. So, da habe ich mir einen Knüppel besorgt, weil wenn es mit der Axt nicht reicht, dann braucht man halt eben einen Knüppel, der ein bisschen schwerer ist. Und jetzt ist für ein Rettungsdeckenshelter, dass das werden soll, es erforderlich, dass die Stellen, wo man die Decke festspannt, das Holz drunter sehr, sehr schön abgeflacht und glatt ist, damit er eben nicht die Decke einreißen kann, weil wenn die einmal einen Riss hat, dann reißt die das ganze Shelter in Fetzen, insbesondere wenn Wind geht, was ja der Fall ist. Und da muss man also wirklich minutiös darauf achten, dass es keine Stelle gibt, die einem irgendwie die Rettungsdecke beschädigen könnte. So, dann und ja, eine Rettungsdecke ausfalten, das kann schon mal einen kleinen Moment dauern. Damit die ein bisschen wärmt, ist im Grunde nicht sehr erheblich, aber angeblich soll dann die goldene Seite nach oben. Darum mache ich die goldene Seite nach oben hier auch am Pfosten fest und habe hier so eine einfache Maurerschnur, das ist nichts Besonderes, oder Rebschnur heißt die, glaube ich. Wir stülpen einfach die Ecke vom Tarp drüber, von der Rettungsdecke, wickeln das da ein paar Mal drumherum. Das braucht man vielleicht nicht ganz so oft machen. Jetzt kann man natürlich irgendeinen super fancy Special-Knoten machen, aber da ich nicht der Beste bin mit Knoten, passt die Schnur auch schon weg. Tut es hier auch ein stinknormaler, ganz, ja, Otto-Normalverbraucher-Knoten. Heben tut das trotzdem, wenn man oft genug drumherum gewickelt hat, problemlos. Ja, also das hat auch bei stärkerem Wind alles super gehalten und ja. Ich hoffe, derjenige, der das Ganze am Ende wieder abbauen musste, hat auch festgestellt, dass es bis dahin gehalten hat. Sorry übrigens. Also, ich möchte die Diagonale zum Boden hin abspannen, damit ich ein möglichst langes Dach bekomme. Und die beiden Ecken, die ich da noch habe, spanne ich auch noch jeweils zur Seite ab. Dafür muss ich kurz erklären: grundsätzlich, damit man Rettungsdecke irgendwie abspannen kann, weil die hat keine Ösen und man kann auch keine Ösen reinschneiden, muss man einen kleinen Stein oder ein kleines Stück Holz in die Decke reinwickeln, in die Ecke. Das mit Schnur fixieren und dann kann man das als Ankerpunkt benutzen, um mit einer weiteren Schnur da dann quasi einen Hering anzubringen. Und das bereite ich jetzt einfach mal vor, mache mir mal so ein paar dieser kleinen Ankerpunkte, schnitze ich mir schnell zusammen, das brauche ich euch nicht zeigen. Und mache schon Schnüre dran und mache ein paar Heringe und dann spannen wir das Ganze ab. Ne? Aber das, wie gesagt, das muss ich euch nicht zeigen, das ist langweilig. Ja, also nochmal, man braucht jetzt im Prinzip eigentlich nur noch drei Heringe und drei kleine Stöckchen, die man da in die Ecken der Plane der Decke noch einfaltet, wickelt die dann fixiert die ein bisschen mit Schnur, steckt einen Hering da, wo er stecken soll, in den Boden und dann kann man wahlweise einen Spannknoten machen, wie ich das hier gerade tue. Dann könnte ich da theoretisch hinterher noch nachspannen, habe ich glaube ich auch irgendwann mal gemacht. Das wäre ideal. Ich wollte aber spaßeshalber bei den anderen Heringen noch ein paar andere Knoten ausprobieren. Da habe ich jetzt gerade nur mal ein bisschen Schnur zurechtgeschnitten. Das geht natürlich auch fixer, wenn man sich das schon irgendwo anders vorbereitet. Und schnell bin ich ja eh nie nennenswert, ne? Das muss man natürlich noch dazu sagen. Bin eher von der langsamen Sorte, auch was solche Lageraufbauten angeht. Habe mich jetzt insgesamt mit sämtlichen Zeugs herstellen und so weiter vielleicht insgesamt eine halbe Stunde gebraucht dafür. Ne? Ja, und hier habe ich jetzt zum Beispiel meinen gespaltenen Stock von der Fackel von vorhin und habe einfach einen Knoten hinten an die Strippe gemacht und jetzt hebt der Knoten in dem Spalt und auch eine Möglichkeit, die Schnur zu befestigen, ne? Wenn man aus irgendwelchen Gründen das nicht anders machen möchte. Nicht, dass die Methode jetzt besser wäre. Und damit hängt da jetzt zumindest eine halbwegs brauchbare Unterkunft.
Jetzt betrachten wir den ganzen Krempel aus der anderen Seite, weil einer fehlt noch. Ne? Und was man übrigens nicht tun sollte, ist ein Messer in den Boden stecken, wenn. Ne, das macht man nicht, das macht die Klinge stumpf, beziehungsweise die Spitze in diesem Fall. Aber ja, ehrlich gesagt ist die eh schon nicht mehr besonders scharf. Ja, aber dafür hat man eigentlich eine Messerscheide am Gürtel, ne, damit man es da jederzeit wieder reinstecken kann. Ich bin halt faul, beziehungsweise in der Hinsicht manchmal auch ein bisschen dumme Gewohnheiten hier. So, nochmal Zeitraffer. So, bitteschön, mein Survival-Shelter sieht nicht toll aus, ist es auch nicht, ist ja auch nur ein Rettungsdecken-Shelter, aber ich hoffe, das würde so einigermaßen die alles gestellten Anforderungen erfüllen. Soll ein bisschen vom Wind schützen, zumindest ein bisschen tut es das. Dafür schützt es hervorragend von Regen, man hat eine relativ große Fläche drunter, kann man sogar drunter liegen. Und ja, je nachdem von welcher Seite das Wetter kommt, muss man dann halt entsprechend ein bisschen in die andere Richtung rutschen. Und ja, theoretisch war noch wichtig, wo man das Shelter aufbaut. Da habe ich jetzt aus Zeitersparnisgründen den Ort genommen, an dem der Schnee schon platt war, so wie wir das jetzt hier sehen können. Wenn ich das jetzt noch verbessern wollen würde, könnte ich jetzt logischerweise aus Schnee einfach dann noch Wände dazu bauen, Schneeverwehungen schaffen im Bereich, wo es jetzt eben reinzieht. Dann wäre das Ganze noch erheblich windgeschützter und man könnte sich dann da wirklich bis zu ein relativ gemütliches Lager auf diesem Wege errichten. Die Zeit habe ich aber nicht, daher überlasse ich das jetzt der Fantasie der geneigten Zuschauerschaft, sich vorzustellen, wie das dann im Einzelfall funktionieren würde. Ich habe verschiedene Heringskonzepte verwendet. Zum einen hier den da. Das ist der gespaltene Stock von meiner Fackel von vorhin. Da geht die Schnur einfach durch. Da habe ich einen dicken Knoten auf der anderen Seite. Jetzt kann sie nicht nochmal durchrutschen durch den Spalt. Und ja, wenn man nachspannen möchte, muss man halt entweder an der Schnur ziehen und einen neuen Knoten machen oder den Hering rausziehen und den verlegen. Das ist natürlich jetzt nicht gerade ganz raffiniert. Billigvariante ist diese hier. Ja, das ist gar nicht die Billigvariante. Und das ist sogar die mit dem Spannknoten. An diesen Knoten kann man sogar nochmal nachspannen. Und da hinten ist es einfach am Stock festgemacht. Hier kann man übrigens auch nochmal schön sehen, dass ich da einfach ein Stückchen Holz in die Rettungsdecke eingewickelt habe. Bisschen mit der Schnur drumherum. Zack, 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 zack. Und dann hält das. Und ja, so kann man das dann abspannen. Und da reißt auch nichts. Jedenfalls nicht bei nicht allzu starken Stürmen. Und hier habe ich einfach einen ganz simplen Knoten am Hering gemacht. Und dann nochmal das gleiche Prinzip. Ja, ich hoffe, das ist einigermaßen zufriedenstellend. Ich bin ja nicht der größte Handwerker. Und hier absichtlich einen relativ dicken Stock genommen, ja, den auch mit relativ viel Schmackes in den Boden gehauen, einfach weil, sonst hätte ich ihn noch abspannen müssen und das wäre zusätzliche Arbeit, die man sich auch sparen kann, wenn man einfach einen massiven Stock nimmt. Zur Debatte stand jetzt übrigens noch Fallenbau. Fallenbau mache ich nicht, schlicht und ergreifend, weil ja tatsächlich darf man es gar nicht. Und zweitens, das ist wirklich nicht mein Fachgebiet. Ich werde mich irgendwann mal damit auseinandersetzen, einfach weil es halt eben nun mal auch wichtig ist, das zu beherrschen. Das ist die einfachste Methode, um an Fleisch ranzukommen in einem Survival-Szenario. Weitaus einfacher als Jagen gehen, womit ich mich irgendwie eher auseinandergesetzt habe bisher im Rahmen meines Trainings, aber ja, ne, also da habe ich jetzt keine Lust, erstens, und zweitens ist es, wie gesagt, ein bisschen schwierig rechtlich gesehen. Ne? So, und dann wäre da noch Wasserversorgung. Wasserversorgung ist eine Methode dafür finden und ein 500 Milliliter Wasser herstellen. Das könnte ich natürlich machen. Wie? Naja, ich nehme hier einfach einen Eimer Schnee, stelle den aufs Feuer und dann habe ich 500 Milliliter Wasser. Das ist jetzt aber auch relativ witzlos zum Zeigen. Schnee schmelzen kann wirklich jeder. Dabei sollte man halt einfach noch beachten, dass man erst den Schnee in den Topf tut, den schön zusammenpresst und dann erst Feuer unterm Topf macht, beziehungsweise
beziehungsweise Topf dann erst aufs Feuer stellt. Sonst kann der Topf geschädigt werden, weil die Temperaturunterschiede sonst relativ groß sind von dem, was im Topf so geschieht. Ich weiß zwar nicht genau, wo der physikalische Hintergrund davon ist, aber ich habe auf dem Wege mal einen Titantopf geschrottet. Daher wollte ich das nur noch mal kurz erwähnt haben. So, und was war dann noch? Ich glaube, mehr weiß ich nicht mehr. Irgendeine Gruppenaufgabe gab es noch, die war jetzt aber gar nicht mehr dabei beim Spielchen, weil wir nicht genügend Gruppen zusammenbekommen haben. Und ja, also das sind soweit meine Ergebnisse. Ne? Bei zwei Sachen war ich zu faul. Ich lese nochmal nach, ob ich auch nichts übersehen habe, aber falls das nicht der Fall ist, sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, das war jetzt einfach mal so ein kleines bisschen für zwischendurch Mini Bushcraft Survival Challenge. Ja, hätte ich natürlich auch viel mehr zeigen können, wie ich dann noch mit dem Werkzeug umgegangen bin und so weiter, aber einen Stopp anspitzen kann auch jeder. Also von daher, Tschüss.